Hasta la bonsuela, muchachos! Da bin ich wieder am Stissel. Euer Deko von den Losers ist wieder am Start mit Rainbow Six Siege. Rankt natürlich auf Bereich sichern. Kanal. Sind wir am Stissel und zwar alleine. Zwischen der Folge von gestern und der jetzigen Folge war ich eben beim Training. Endlich mal wieder ein bisschen trainiert. Ging in Amerika nicht ganz so gut. Und er hat was Kleines gegessen und jetzt kann ich mich wieder dem Auftrag des Ziegenmannes widmen. Gesegnet sei sein Name. Seine Jünger, die Muchacho Army, mit Rainbow Six zu versorgen übers Wochenende. Und zwar ist das jetzt schon die Folge für Samstag. Damit haben wir schon mal einen guten Teil geschafft. Allerdings werde ich jetzt im Anschluss die Folge für Sonntag nicht mehr aufnehmen können. Da oben sitzt schon Serverraum. Serverroom. Werde die Folge für Sonntag nicht mehr aufnehmen können, genau damit bin ich stehen geblieben. Denn ich muss gleich los zu meinem Vetter. Und mein Vetter wird sich Mitte nächster Woche schon wieder auf den Weg machen und ist dann wieder erstmal einen Monat weg. Was bedeutet, ich muss die Gelegenheit nutzen, ihn zu besuchen. Ach, schade, hätte klappen können. Position des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Hoffe allerdings, dass ich dann am Sonntag, ich sollte eigentlich am Sonntag wieder rechtzeitig hier vor Ort sein, um eine Folge für euch aufzunehmen. Was bedeutet, es sollte eigentlich klappen, dieses Wochenende euch zu versorgen. GTA ist auch schon mal zumindest eine Folge bis Wochenende gemacht. Das bedeutet, auch da müsst ihr euch nicht fürchten. Happy Wheels ist auch zumindest eine Folge da fürs Wochenende. Also es wird nicht todesschlimm. Aber wie gesagt, es könnte sein. Also es werden auf keinen Fall zwei GTA-Folgen, R6 und noch irgendwas kommen. Davon können wir... Warum? Please, Alter. Ey, ich hatte den einen Typen da. Hatte ich versaut. Ja, mein Team kommt jetzt halt nicht mehr rein. Wobei, wir noch eine Hibana. Zum Glück haben wir noch eine Hibana. Oh, ich wollte mich da ja auch eigentlich nicht packen lassen, ne? Jetzt ist die Hibana tot, oder was? Oh, Hibana auch tot. Wunderbar, wunderbar. Haben wir Hypings im Team? Haben wir nicht. Finde ich gut. Allerdings sieht die Runde für uns nicht sehr erfolgsversprechend aus, muss ich sagen. Den Biogefahrgutbehälter sichern. Da kommen sie einen langlaufen und trotzdem. Oh! Da könnte. Die Wahl gleich kommen. Ich guck mal, ob wir noch irgendwelche Drohnen haben. Smoke was down. Was da? Eins gegen drei. Warum fällt das mit der Drohne wieder raus? Watch his problem. 50 Sekunden noch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal umswitchen würde hier. Streamst du? Ja. Haben wir noch irgendeinen YouTuber hier im Team oder was? Oder einen Streamer? Warum kommt der auf die Idee, dass ich streamen könnte? Glaube ich eher nicht. Müsste irgendwer anders sein. I don't know. Naja. Ich weiß gar nicht, was ich, ich war gerade irgendwas erzählen, aber ich weiß nicht mehr was. Als ich gestorben bin. Keine Ahnung, es war irgendwas mit Aufnahmen, glaube ich. Also es wird weniger kommen als gewohnt, auf jeden Fall dieses Wochenende. Aber ab Montag haben wir das wieder. Und ihr werdet nicht leer ausgehen. So viel sei schon mal festgestellt. So, beginnen wir mit Runde 2, die hoffentlich jetzt besser laufen wird. Ich würde fast sagen, ich nehme Bandit, nehme ich Jäger. Jäger klappt auch, wobei Bandit fast noch sexier gewesen wäre. Okay, passt. Server. Nein, warum Server? Warum denn Server? We'll be together. Er könnte auch die Schnauze halten, dankeschön. Ich nehme trotzdem Jäger. Wir haben keinen. Ohne Mute und ohne Castle finde ich es fragwürdig, ins Serverraum zu gehen. Jäger, please put your things there. Jäger, please put two things there. Zwei Dinger will er hier sogar haben.
Von mir aus. Thank you. Den soll er kriegen. Und dann würde ich fast hier noch einen hinballern. Zack. Dann natürlich den hier, wobei das keinen Sinn macht, wenn hier ein Loch drin ist. Von mir aus, dein Loch lasse ich mir da auch zu. Gibt's ja auch so Assis, die dann so ein schönes, so eine schöne Killing Hole sehen und da dann trotzdem noch die Wand zu machen. So Assis sind wir natürlich nicht, ne? So Assis sind wir nicht. Kann hier noch zugemacht werden? Nein, hier ist auch schon zu. Ja, eigentlich sind wir schon fertig. Fragt sich, wo baue ich jetzt mein Schild auf? Das ist eine gute Frage, wie ich finde. Bauen wir es hier auf? Könnte man natürlich tun. So haben wir zumindest einen kleinen Peak-Spot. Ja, warum nicht? Bleiben wir auch mal hier hinten, würde ich sagen. Wir können ja schnell rüber wechseln. Die Cam ist gut, die kennt man zwar auch. Habe ich allerdings schon länger nicht mehr gesehen. Vielleicht auch gar nicht schlecht ist, weil dann rechnen die Gegner auch nicht damit. Da kommt der Fuse. Und zwei Stück sind da oben an dem Fenster. Einfach mal ein bisschen durchgesprayt. Oh, und einen Glatz haben sie auch. Und hier unten sehe ich jetzt nichts. Da ist wer. Die Bana ist down. Zack. Jetzt sind wir gute Teamkollegen hier. Helfen wir gut wieder auf. Die Cam hier ist auf jeden Fall ziemlich fresh, muss man sagen. Oh. Da hat er sie aber erwischt. I think Blackbeard on this window. Nein, nein, guck mal hier. Da oben läuft noch einer, den können wir auch mal eben markieren. Decken wir ihn ein bisschen ab. Was? Wo sind die Kameras? Wieso werde ich markiert? Oh, schade. Oh, wir haben hier unten schon wen stehen. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter entdeckt. Na? Irgendwo hier vorne läuft noch einer. Da ist noch nichts offen. Jetzt kommt er unten rein. Irgendwer kommt von unten, glaube ich. Someone's coming from downstairs. Das war jetzt nicht so gut. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Hamba, Muchachos, Hamba! Sweet, sauber runtergespielt. Nirgendwo pieken, wo es gefährlich wird. Fake-Info. Weil ein Punkt 36 Meter entfernt markiert war. Ja, okay. Aber die Richtung gestimmt. Wir nehmen wieder Termite. Ich hätte zwar am liebsten was, womit ich Granaten schmeißen könnte. Aber ich denke mal, sie gehen Bootsvorräte. Probably. Haben wir Thatcher? Haben wir Thatcher? Nein, haben wir nicht. Haben wir Twitch? Nein, haben wir nicht. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Why no Thatcher and no Twitch? That's push. If they are boat supplies, we're pretty fucked. Und sehr schön. Der sie sind Boat Supplies. Can I have one drone in the map room to check for bitch moves? So, mal gucken, vielleicht erbarmt sich ja jemand. Die Ash-Drohne könnte sein, oder kommt die hier auch hoch? 5 Sekunden. Na, die könnte möglicherweise stunten. Gucken wir mal eben, wo ist die Ash-Drohne? Okay, fast.
Cavera was moving direction to maps. Other building. Okay. Die Cam ist schon kaputt. Ja. Sie haben auf jeden Fall. Ah! Alter! Er kommt da oben raus, gewitcht, hat Ibana und Jekyll gekillt. Ist natürlich gefährlich für uns. Die Cavera was upstairs, probably now moving to Map Bureau. Warum lass dich denn. Warum lässt sich mein Team hier einfach so wegrotzen die ganze Zeit? Haben die hier irgendwie. Ist alles zu. Alles gebandetet. Da komme ich auf jeden Fall nicht mehr rein. Ich werde jetzt also dahin moven. Deckung, Cam wegmachen, mein Mikrofon nochmal hier ein bisschen anders positionieren, passt. Da sehe ich nichts. Drohne bereit. Jetzt brauche ich eher eine Drohne hier. Okay, da hat wer aufgemacht. Hier ist theoretisch erstmal free, das ist gut zu wissen. Vielleicht schaffe ich es ja hier rein in die Lockers. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Fuck! Er ist echt da. Ich hab mich fast gekillt. Er war zu noch. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Oh, dass einfach drei Leute von uns draußen schon weggefickt wurden und wir es nicht geschafft haben, einen Thatcher zu picken. Das. Nicht gut! Ich hätte trotzdem noch Bock auf Boat Supplies. Leider habe ich jetzt nichts mehr, außer Doc vielleicht. Ne, ich werde Smoke nehmen dann. Bootsvorräte gehen wir auch. Das passt schon mal. Zum Glück haben sie Bootsvorräte genommen. Das wäre jetzt ein bisschen gefickt gewesen. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Raum sicher. Okay, es steht 1-2. Hier ist noch nichts verloren. Mein Team hat es mir nur letzte Runde irgendwie sehr schwierig gemacht. Sie müssen auf jeden Fall mehr aufpassen auf Twitch-Moves. Das Gegnerteam twitcht auf jeden Fall hart. Erstmal ganz am Anfang die zwei Leute, die weggebitcht wurden. Dann ich wurde auch nochmal vom Jäger weggebitcht von hinten. War ein guter Move von ihm, muss man sagen. Aber trotzdem. Die sind halt offensichtlich sehr gerne mal draußen am Biegen. Das bedeutet, wir sollten da auf jeden Fall aufpassen. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Okay, ich hab von. Need reinforce, fuckers! Der Seite was gehört. Okay, einen haben wir schon mal weggebitcht. Hier kommt noch nichts. Er ist jetzt da. Ich würde mal nach oben gehen. Und immer noch zu viert. Allerdings glaube ich, kommen sie von der Südseite. Hier ist jedenfalls noch nix. Fuck! Why the fuck? I'm fucking down the Blackbird. Smoke. Fucking report you. Ja, also
Selbst wenn ich jemanden da hinten downe, dann würde ich doch nicht rausspringen und ihn versuchen zu bitchen, weil... Das ist ein langer Weg bis dahin. Offensichtlich hat es ja auch nicht geklappt. Also bis jetzt kommen sie nicht von der Seite. Aber irgendwer war ja hier vorne noch. Okay, da war Blackbeard. Drei gegen drei, ich verziehe mich jetzt schon mal. Der Blackbeard denkt hoffentlich noch ein bisschen, dass ich hier bin. Wenn er third smoke. Lord. Die Gegner haben den Bio Blackbeard down. Entdeckt. Letzter verbleibender Gegner. Sehr schön! Haben wir gewonnen! Haben wir gewonnen. Obwohl schon wieder zwei von uns, glaube ich... Na, zwei bin ich mir nicht sicher, aber zumindest der eine von uns ist sehr, sehr unnötig gestorben, muss ich sagen. Also... Aber gut. Kam bei uns ja auch schon vor. Das Ding ist, sie haben Boat Supplies gewonnen. Jetzt könnten sie Map Bureau sein. They are probably Map Bureau. I don't know. Ich gehe also mal Segelboote. Würde gern von der Seite kommen und dann Map-Büro unten aufsprengen. Aber wir gucken mal, wir gucken mal. Mal sehen erstmal, wo sie sind. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Den Gleichstand 2-2 haben wir uns zurückgekämpft, Muchachos. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir hier zwei Runden voll gewinnen eigentlich am besten. Oha. Hatte ich recht? Sind sie? Ja, Boat Supplies. Wie ich es mir gedacht hatte. Kaveh reinbauen. Natürlich wäre jetzt eigentlich eine Drohne oben nicht schlecht. Na, fick dich. Ich wollte da hinten hochfahren, dann übers Dach. Noch 10 Sekunden. Oben rein. Hat nicht geklappt. Bis Einsatz. Aber. Ich komme von der richtigen Seite. Ich muss nur sehen, dass ich auf jeden Fall oben aufpasse. Oben ist sogar verstärkt. Eigentlich tangiert mich das ja nicht, ne? Ich will ja eigentlich eh unten ran, aber man muss ja doch immer ein bisschen aufpassen. So, hier hingechillt. Drohne raus. Gucken wir mal. Also bis 5 Sekunden vor Vorbereitungsphasenschluss hat sich zumindest niemand hier rüber bewegt. Ich höre hier auch keine Steps. Hier oben die Luke ist noch zu. Noch, muss man sagen. Also ziemlich sicher sind sie oben. Auf der anderen Seite allerdings... kann ich da eigentlich nicht so viel drum geben. Zack, ich fahre mit einer Drohne hier vor, aber... Jäger and Bandit upstairs. Den Biogefahrgutbehälter sichern. Wir sichern sogar schon. Feindliche aktiv den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Feindliche aktiv den Bedrohung neutralisieren. Auf dem Boden, on the floor, someone lying. Oh nein, Alter. Die, motherfucker, die! Oh, das war so schlecht von dem Blackbeard. Kavera in the other buildings. Und wir wissen nicht, wo die Kavera ist. I marked Kavera. Spotting Kavera.
One more, no, don't spot more. If he, she doesn't know, don't spot. So hard like Vladimir. Na 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 na. So, jetzt wird das ein Geduldsspiel hier. Das wird jetzt echt zum Geduldsspiel. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen. Aber man kann ja hoffen. Oh, das ist mich, der Smoke gekillt hat, ne? Ich hätte. Oh, scheiße. 15 oh, scheiße. Sekunden. Wenn er auf Sekunden der Seite piekt, würde ich ja eher zu der Kavera rüberzielen. Es bleiben noch 5 Sekunden. Chill, just chill. Ah, hätte mich der Smoke nicht gekillt, ne? Dann wäre das so viel chilliger gewesen. Scheiße. Na, just chill. Just chill. Kein Grund, sich jetzt rumzustressen. Dauert so lange, wie es dauert. Dauert hoffentlich so lange, wie er braucht, um die beiden zu killen. Lol. Genau vor ihm muss so ein Ding liegen. Nein! Fucking. Oh, warum schießt er denn nicht? Da war Reaction Time, das aus. Oh, er hat sogar geschossen und verletzt. Scheiße! 2 zu 3! So ein Fick. So ein Fick. Haben wir Bootsvorräte, haben wir gewonnen, ne? Das heißt, können wir nicht mehr. Wenn wir jetzt in Map Supplies gehen. In Map Bureau gehen. Nehme ich Jäger, aber mit Stacheldraht. Kartenbüro! Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Hab gerade nochmal mit dem Ziegenmann geredet, Muchachos. Der hätte auf jeden Fall gerne, dass ich gewinne. Also müssen wir jetzt extra Gas geben. Mal gucken, wie wir das anstellen. Zack, hier muss noch zugemacht werden. Ist hier alles zu? Ist alles zu? Okay, Stacheldraht. Reinforce the buff, please. Noch 5 Sekunden. Haben den Biogefahrgutbehälter nicht gefunden. Sie na, dude, these wolves, the wolves. What the fuck, Jäger? So. Haben wir verstärkt, haben wir seinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht dabei. Hier rüber zu gehen. Alles free aus hier. Jetzt chillen wir das mal ein bisschen, kurz die Kameras abchecken. Baustelle und Schleusentor sind weg. Kann ich noch nicht. Da hinten ist was. Montagne. Ja, hier scheint nichts zu kommen. Den die Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter entdeckt. Ganz ruhig, bis jetzt haben wir nur zwei Schilde gesehen. Magazin wird geladen. Den Biogefahrgutbehälter geschützt. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde aushalten. Ah.
I downed him, I downed him, I downed him. Help me, Jäger, help me, Jäger. Help me. Thanks. Ich lasse ihm Doc helfen und ich sicher hier ab. Haben wir abgesichert, sieht gut aus. Zwei Stück haben wir noch, das scheinen oben zu sein. Vielleicht seilt sich hier noch einer ab. Okay, nee. Im Moment seilt sich noch niemand ab. Oh oh. 3 zu 2. Dann bewege ich mich doch mal lieber in den Raum rein. Die scheinen ja oben zu sein. Fuse is outside. Okay, I'll hold. I'll. Hier kommt eine Drohne. Ich weiß auf jeden Fall hier. 10 Sekunden noch. Sie haben ihre Versuche, den Behälter. He drove down. Drove down. And what? Was? Und er ist down. Wie kann? Warum? Wie? Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Und ich habe meine scheiß Killcam nicht gesehen. Oh, ich weiß nicht, wie die Hibana mich killen konnte. Scheiße. Wir haben es echt verloren. 6-1-4. Schade, wir hätten es echt gewinnen können. Aber Muchachos, es war spannend bis zum Schluss, finde ich zumindest. Gucken wir uns die Punkte an, werden wieder abgerankt in Gold. Nein! Egal, spannend war es, Muchachos. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis zum nächsten Mal reingehauen. Bye, bye.